Von mir zum Kumpel nach Bayern geschickt. Ich hätte so, Deko Mertisch, wer uns hat. So, nun wird zunächst unser Kinderprinzipal ein paar Worte an euch richten. Und die Lehrer lassen uns auch meistens in Ruhe.
Schule müssen wir leider trotzdem gehen. Dabei würden wir viel lieber den ganzen Tag auf der Bühne stehen. Prinzessin Johanna, die erste vom Chaos im Kalopp, auf dem Rücken der Pferde und sie stoppt. Das Leben ist kein Ponyhof. Diesen Spruch fand ich schon immer doof. Als Prinzessin habe ich mir vorgenommen, jeden Tag mit Pferd in die Schule zu kommen. Es ist gut blöd, dass die Schule in Kochen liegt und es für Pferde keine Strafenkarte gibt. Der Erste, von Torschuss und Trommelwirbel. Mit Knüppel oder Ball trifft man ihn fast überall. Den Toni im Fußball finde ich groß. Mit Taktik und Torschuss spiele auch ich ganz famos. Den Rhythmus habe ich stets im Blut und bin als Schlagzeuger wirklich gut. Da habe ich mir was mitgebracht. Du hast ein Solo schnell gemacht. Als Prinzen werdet ihr die wohl nie hier oben sehen. Unsere Mütter können das voll und ganz verstehen. Da sind wir ganz anders drauf. Wir mischen den Karneval in diesem Jahr bayerisch auf. Und was nach Mann der Kegel schoss, und zapft es. Mit allen Lachen lassen wir es richtig krachen und wollen mit Brause eine Sause machen. Drum rufen wir euch all jetzt zu, Itterbohr! Ja, recht herzlichen Dank unserem Kinderprinzenpaar für diese tolle Rede. Auf unser Kinderprinzenpaar, Prinz Maurice der Erste, von Torschuss, Trommelwirbel, mit Knüppel oder Ball, trifft man ihn überall. Und ihre Lieblichkeit, Prinzessin Johanna die Erste, von Chaos und Galopp, auf den Rücken der Pferde, für sie sich Stopp. Ein dreifach Donner als Itcher! Ella! Nun darf ich unser großes Prinzenpaar bitten, ihre Rede ans närrische Volk zu halten. Servus, grüezi und davor, welche geile Firma los, und es freut sich jeder nur. Servus, grüezi und du, Mario, Papi, mir früh. Monate von mir so viel gefiebert, wäre irren endlich zu weit. Als Prinz hält sich die, das ist ein ganz schief gut Gefehl, ihr Leid. Ich bin unendlich dankbar, dass ich meine Karnevalstraum dieses Jahr leben kann. Und das auch noch in der Seite von meinem einen Mann.
Karlsruhe Prinzessin, Prinzessin Wenke, das quasselnde Karnevalsherz mit Konfetti im Blut. Als Bayer steht ihm auch der Prinzenhut. Jawohl! Das Mihai als bayerisch verspritzte Porschi und mit zuletzt bewusst um die Serie Motto zu ziehen. Und Fasernacht macht mir keine Schuss und Tag ist! Als 10. Mal Kuckuck geboren, regiert der Held Itchaella, die Noire. Fußball, Volleyball und Feuerwehr und laut Singe, das schmeckt mir die Jäng besonders eher. Weltprinzessin ist als kosmetische besser bekannt. Ich glaub, mit schwarzen Zähnen, da kennt man so ein ganzes Land. Late. Und Prinz auf die Schiffsohle, das kann sie. Und dies Jahr, der nächste Dulle. Meine Prinz hat in Itcha eine mega Karriere absolviert. Der Riech war im Elberrat. Da war er Präsident. Und meine geteilt Prinz Erewehr markiert. Jawohl! Konfetti-Fumme trainiere, das ist ihr Kriegsleidenschaft. Und gratet mir, Mädchen, ich wär's dir los, wenn das eine Beine macht. Für mich als Herzblut-Karnevalist ist Fasnacht nicht nur einfach Feierregie. Es ist ein Gefehl. Und das Gefehl, das können nur echte Karnevalisten verstehen. Und mit Gefehl, Fasnacht verjähre, da kriegen die Stiefgrabe gut. Ich glaub, die haben alle Konfetti im Blut. Das selbst in Itchaella noch Wunder geschehen, das kann man an der Fertigstellung der Hall sehen. Ein Fackelzug wohret, es gauft jeden Tag Dollar. Doch Bale ist endlich fertig, aus. Na, holla! Wir haben eine Elefantenhaut an den Wind und eine überdimensionale Heizung an der Decke und ganz dezente Rohre für die Belüftung. Mensch, Gott, da freut sich nicht an jeder. Weg. Oh. Auch die praktisch Rollstuhlrampe, Vierer und Ausgang, die hat uns besonders imponiert. Ihr Leid, wenn ihr mal rausgeht, passt auf, da ihr nicht über die Karten fliegt und euch etwas Schlimmes passiert. Egal wie man dreht, wir machen keine Geschütze und holen die da. Holla, so wie sie ist! Super gespannt ist auch uns Kinderprinze vor. Maurice und Johanna rocken mit uns die Bühne dieses Jahr. Ein Rätsushi und Stimmung pur, von Lampenfieber nicht die Spur. Prinzessin Johannas Liebreiz ist kaum noch zu toppe. Papa Klaus hat Wähle schon gut, die ganze Kerlschaft ist stoppe. Prinz Maurice mit einer Knibbele, der ist ganz schön gewitzt und schielt Wähle schon auf der Platz, wo seine Vater Mario Wähle noch sitzt. In die Zukunft brauchen wir es keine Sorge zu machen. Mit denen zwei, hey, da kriegen wir noch viel zu lachen. Natürlich haben wir, wie ihr seht, auch eine ganz tolle Hose.
Täter ist die. Die Kerlische von Knackelderabuchse. Und ich bin nur die Klärtscher von der Mädchen-Sushi. Wie mir denn gesagt habe, wir sehen uns Prinz Porto Bay. Da waren die sofort Feuer und Flamme. Und das finden wir einwandfrei. Auswärts im Zell und in Ettringe haben wir mit denen schon den Ernstfall geprobt. Und beide dürft ihr von unserem Roll für eure Unterstützung gelobt. Genau, Frau Zilt. Es geht welche Zeit, dass wir den Platz safe freimachen, damit die Karnevalisten noch verschiedene Stickelchen und Tänzer können machen. Vergesst nicht zu klatschen und seid nicht auch mit ganz viel Fu. Grüßt euch von Herzen, das Itcha-Ellerer Prinzenbohr, Prinz Jeng, Prinzessin Wenke, mit Itcha-Auer und Ella Uhu. Vielen Dank für die tollen Worte. Auf unserer Prinzenwahl, Jeng der Erste, als Bayer steht immer auf der Prinzenhut. Und seine Lieblichkeit, Prinzessin Wenke die Erste, das war schon ein Karnevalsherz im Blut, mit Konfetti im Blut. Ein dreifacher ist Etcher! Etcher! Prinzenwahl! So, kommen die Prinzessinnen, sind das Prinzessinnen und Prinzen? Thank you.
so eine Schau. Wenn er einer bringt am Haus, kommt für die Wallow. Er haut hoch die Stadt und die hat er raus. Jetzt kommt wieder hoch, wenn er sich raus. Ich bin lieber für dich und da kommst du mit. Und für die Tausend geht die Rechte auf dich. Ich bin lieber für dich und kann ich sterben. Im 50. Hochstadt für den tollen Tanz mit einem Treiber, sondern Itscher! Ella! Hochstadt! Nun hat der Hochstadt noch eine kleine Zugabe für uns vorbereitet, was am gleichzeitig der Ausmach sein wird. Hierzu darf ich unser Prinzenpaar nochmal auf die Bühne bitten. Doch nicht so weit entfernt von mir
Das ist mit einer Prinzessin hier. Da werde ich mich daran noch erinnern. Gesucht wurde ein neuer, adäquater Ersatz. Überlegen musste man, das fatz. Denn auf dem Elberrad sollte er schon sein. Doch alle Anwesenden sagten, nein. Und so stehe ich heute hier und vertrete den Fäses in deinem Revier. Denn auf den Mund gefallen bin ich nicht. Das kam schon früh ans Tageslicht. Auch ohne Laufschuh und Gymnastikmatte, heute Abend führe ich hier durch die Debatte. Die neuen Gesichter hier oben im Elberrad standen für dieses Jahr sofort parat. Doch jetzt genug der vielen Worte, es erwarten uns nun Kinderfragen der ganz bestimmten Sorte. Alle Leute in den Abgang so bescheuert aus.
Kinder wollen so viel Wissen, Fragen kann man nie genug. Es gibt keine dummen Fragen, denn wovon Fragen wird man genug. Fragt ihr ruhig in doch im Bauch, wenn euch eure Neugier plagt. Doch ich hab leider keine Ahnung von dem Zeug, das ihr mich fragt. Liebe Idiot hat sich Turniertanz ausgedacht. Und wo aus dem Himmels Willen wird ein Dönerspieß gemacht. Warum geht meine Schwester abends ohne Höschen aus dem Haus? Thank you.
im Kinderkarneval haben sie uns ihre Tanzpunkte gesetzt. Heute Abend gaben sie ihr Debüt auf der großen Messung. Vielen Dank für euren super Vortrag. Thank you.
ja, dann auf die Klo und verkehrt. Da ging er schnell vor sie mit dem Porsche. War ich ja so nie. Ding Dong! Ach Gott, da ist bestimmt was Rudels. Ach, Rudel! Armin! Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Hallo! Gut siehst du aus, gell? Mein Juli, was für Schoppe! Das war ein Karneval im Pegle! Richtig gut! Hier, ich hau's damit. Ja, hab ich mir jedes gefällt. Rutsch dich nicht. Ich will nicht mehr aufsprechen. Oh, Almut, was ist deine Kaffee so gut? Ja, schmeckt denn da? Ja, der schmeckt. Ja, der ist schon ein guter Kaffee. Ja. Ein guter Kaffee ist schon etwas Schienes. Gerade jetzt, wo so kalt ist, Rose. Stimmt. Hör mal, schien, dass es mal geklappt hat, ne? Ich wollte dich ja schon längst mal in Sorge. Ja, die Zeit läuft endlich davon. Ruckzuck ist wieder Ostern. Da hast du recht. Doch mal ein. Hättest du vielleicht noch ein bisschen Milch? Milch? Milch, ja. Ach, du willst Milch in den Kaffee? Also ich trinke meine hier immer ohne. Da lore, da lore. Nee, nee, ich geh gucke, wie das hat. Ja, aber das muss nicht sein. Ich hab ja nur gemeint, falls so ein bisschen Dusemilch da ist. Dusemilch? Na, Dusemilch hab ich nicht da. Komm, da lore, Almut. Ja, aber Normalmilch hab ich vielleicht noch. Boah, ich geh mal gucke. Mach dir keinen Umstand. Ja, ja, boah. Ich hab ja nur gemeint. Gut so, da hab ich noch normal drin gefunden. Okay, da kannst du ja ein bisschen was drin machen. Danke. Die Tetrapack Milchtipp? Also die ist ja doch so. Nee, bei mir braucht ihr jetzt nicht extra die Milchtipp aufmachen. Aber du wolltest doch mit Milch, jetzt mach so ruf. Nee, Almut. Also, so kannst du die ruhig aufmachen, jetzt mach so ruf. Ich hab ja nur gemeint, wenn du einen Ofen Milch steht da gehabt hättest, dann hätte ich mir ein bisschen Milch ingeschaffen. Aber bei mir Frau meint den extra Milch steht aufmachen. Rudel, du kannst die Milch steht ruhig aufmachen. Jetzt mach du auf. Die Zutat jetzt so schnell. Ich hab ja nur gemeint, wenn du einen Ofen Milch da gehabt hättest, dann hätte ich gewusst hätte, dass du den Kaffee mit Milch trinkst, dann hätte ich ja du. Jetzt hatte ich aber nur die normalen Milch dort. Jetzt mach doch auf! Nee, wenn du zufällig oben Milch dort gehabt hättest, dann hätte ich mir ein bisschen Milch. Ja, ich habe ja nicht gewusst, dass du mit Milch trinkst. Jetzt mach auf die Milch den auf! Ich brauche kein Milch, tu die Tittbeerfeuch! Du holst ihn doch mit Milch, nimm mal die Titt jetzt auf! Ich mach jetzt nicht extra wegen mir die Zutmilch nicht auf. Wieso deine Du kannst doch die Milch aufmachen. Eine Mutter, die Zutmilch steht jetzt nicht wegen der Drehgruppe, die ich in meinem Kaffee so aufmache. Aber du wolltest doch mit Milch. Ich hab halt keinen anderen da. Wenn ich das gewusst hätte, dass du deine Kaffee mit Milch trinkst, dann hätt ihr ich doch... Ich hätte ja ein bisschen Milch genommen, wenn du auf den Tisch da hast. Aber ich muss da jetzt von nicht unbedingt Milch trinken, du. Gute, ich mach die Kette jetzt auf. Nee, Almut, wirklich.
jetzt nicht recht über die Asian Männer kamen, brauchen wir jetzt nicht extra die Toten aufmachen. Wenn ich die Turnpit aufmache, dann ist sie auf. Dann ist es doch egal, ob die vorher zu waren oder nicht. So lässt die Turnpit jetzt so. Irgendwann muss ich das sowieso aufmachen. Ja, Almut, aber das lohnt sich doch nicht, wenn jetzt in der Zeit rum die Asian Männer kamen. Ah ja, dann mache ich mir um.
Narren, liebe Narren und nachher lesen, was ihr meint. Der MGV, schmales Haar, hohe Stirn, wird sie heute ein wenig unterhalten. Mit Liedern für die Jungen und vielleicht auch was für die Alten. Zunächst hören Sie, was den Sänger so bewegt. Kurz, bevor er sich beim Auftritt auf der Bühne bewegt. Die Gedanken eines Sängers vor dem Auftritt. So heißt der Song, den Sie nun hören. Und er wird so manche Ungewissheit mit Gewissheit erklären. Neues Spiel, neues Glück, liebe schon heute sein. In diesem Saal gehen ja ziemlich viele Leute rein. Frage Nummer 1. Ist das Publikum gut drauf? Was macht man bitte gegen dieses Lampenfieber? 1, 2, Schoppen wären mir jetzt lieber. Wenn man Sänger ist, dann hat man nichts zu lachen. Ein stressiger Job. Wir müssen die Piano-Stellen leiser singen. Ich freue mich jetzt schon auf den Zeitpunkt nach dem Auftritt hier. Dann gibt es an der Theke sicher Wein und Bier. Da sitzt ein süßes Mädel links in Reihe A. Ich glaube, die hat mich gerade sogar angelacht. Hier vorne, die ist noch niedlicher, mal recht in Reihe 3. Kein Zimmer! Ich glaube, die hat einen Kerl dabei. Wenn man Sänger ist, dann hat man nichts zu lachen. Ein stressiger Job, doch irgendwer muss ihn ja machen. Wie wird's sein, wenn wir heute Abend wieder später kehren rein? Wie ist die Stimmung dann? In dem trauten Heim brennt noch Licht, dann schläft sie mir. Thank you.
Ehrlichkeit ist die Hauptperson, der brennt im Karneval. Man sieht und bewundert ihn hier überall. Seine Lieblichkeit ist wegen der Frauenquote dazugekommen. Und damit haben auch Frauen in der Fastnacht Macht bekommen. Unser nächstes Lied ist eine Hommage an den Prinzen und an die Fastnacht. Denn einmal Prinz zu sein, das ist das Größte, was man im Leben so macht. Objektiv, Frauen sind so verletzlich.
Frauen sind auf jeder Party einfach unersetzlich. Frauen kaufen ein, Frauen haben Menstruation. Frauen putzen wie Blöde, Frauen lästern am Telefon, und Frauen sind anscheinend gescheit. Frauen lernen sich jetzt und ihr arbeitet leid. Manche Frau ist schwer, manche leicht. Innen hart und außen ganz weich. Wer hat ihn schon auf Kranz gefleischt? Thank you.
die Verwandtschaft vom Gutfried nenne. Prinz Udo und Prinzessin Susanne haben wir uns benannt. Wir regierten 2007 das Strömiger Land. Da denke, komm auf die Sitzung in der Kandelere. Super, ist schon klar, da die das Ehrenband auch selber ausprobiert. 8 Jahre später ist es wieder so weit. Der Denk, die Denke und der Jens sind endlich als Ischer Ellerer in der Fahrerei. Ein bayerisches Motto von dir nicht ausgedacht. Und mir überlegen eine Weile, was das für Auswirkungen in der ihr Familie schon bräuchte. Schon in der Früh lachen die sich alle kaputt. Die sahen statt Gemäue nur noch Grüß Gott. Der Norbert und die Marietta sind auch alle bekannt. Die gehen ab sofort nur noch Franz Josef und Sissi genannt. Die Mann, der Marietta zwar besser schrieb, doch der ihr Englisch kann keiner verstehen. Und der Peerstrotz ist mal Schwanstein gemacht. Dort residiert der Hochadel dann bei Tag und bei Nacht. Das Familienbild in der Kisch geht aufgehangen. Stattdessen hängt ab sofort ein Mannschaftsbild vom FC Bayern da. Denn Ostenke geht am nächsten mit Schweinsteiger ins Bett. Er war nur da, wenn der Jäng noch dem sein Trikot hat. Und von den zwei, da dann so richtig genossen, geht die Nord mit dem Stern des Südens aufgeschlossen. Mia San Mia ist ab sofort den Jungs ihr Lebenselixier. Die Session wird gesponsert von der CSU. Und man munkelt, der Uli Hoeneß geht auch noch was dazu. Der Uli, der managt das Prinzenpaar und der gesamte Verein. Denn dies Jahr will man ja in aller Munde sein. Und als Gegenleistung will der Wenke im nächsten Jahr der Stadionsprecher in der Allianz Arena machen. Da haben denn die Bayer ja Gegner wenigstens ein bisschen was zu machen. Die Traube gehen ab sofort in Itchaella aus Aldinger der Verband. Stattdessen sieht man überall nur Hopfen und Malz im ganzen Land. Denn der Bär ist normale Grundnahrungsmittel für ein Prinzenpaar mit einem bayerischen Titel. Der Kalmont ist ja schon halb alpin. Und für das bayerische Flair kriegt man sich doch ein Paket auf der Hundsrecke. Der Ischerer Rheinfest geht durch ein Oktoberfest ersetzt. Denn auf Oktoberfest von die Wenke und der Silke nie oder weniger coole Erinnerungen zuletzt. Ja. Denn die zwei sind jedes Jahr ein Chorum um Oktoberfest organisiert. Da geht es immer über Tisch und Bänk bis hin zum Klo. Und da stolpern wir aus dem Vorbeigehen einfach wohl mit Bänderriss zu. Auf die Rennzählung hat von deinen zwei Schwestern regiert und fast wöchentlich werden die in der Zählung zelebriert. Und wenn die dann auf Tour, da ist der Jeng ganz froh. Denn da hat er wenigstens mal für ein paar Stunden seine Ruhe. Der Jeng und der Henry, die
nutzen das aus. Denn der Feldwebel ist wohl raus, der Norscht raus aus dem Haus. Die zwei Kinder, die schauen mal so richtig groß und nach Halle. Denn wenn die Prinzessin wieder da ist, wissen die eh die Schnitzfilale. Schwätze kann das ja der ganze Tag. Und das hat auch der immerhin auf der Bühne gemacht. Über Jahre hat auch das als zu schnell schon und Gundula erfreut. Und wir denken, hey im Saal, hat das niemals bereut. Nur mit dem Herr Pastua müssen wir nachher mal schwätzen. Wofür gehen Sie immer aus dem Saal, wenn der Banker aufhängt zu hetzen? Es ist doch eigentlich ein ganz leicht der. Das hat doch einfach jeder gern. Wir wünschen euch ein super Jahr als Itcher Eleanor Prinzenrahm. Das wünschen wir beide ganz unvermessen. Eure Prinzensession werdet ihr niemals vergessen. So, dann ist der Schluss mit unserer Schwätzerei. Wir gehen die Bühnenwelle wieder frei. Wir sind schon gespannt, wie das hier weitergeht und wer hier noch alles auf der Bühne steht. Wir wünschen alle noch viel Spaß hier im Bau. Es grüßt die Hunsrücker Verwandtschaft mit Itcher Abor, Ella Uhu und Strömisch Bellau. Liebe Henker, liebe Jürgen, zauberhaft wie aus dem Märchen, ein wunderschönes Prinzenpärchen. Von den Hunsrückhöhen sind wir gekommen, als wir die frohe Botschaft haben vernommen. Einen kleinen Vortrag haben wir euch mitgebracht und hoffen, es hat euch ein wenig Freude gemacht. Wir wünschen euch noch eine tolle Session. Wir dachten, mit einer leckeren Brezel zum Essen und original Ischerer Bier klappt das schon. Jetzt zum Schluss noch herrliche Grüße und die obligatorischen Prinzenpaar Küsse. Wir rufen euch noch fröhlich zu, Strömische Lau, Ischawa und Ella.
denke mal, da kann ich dir leider nur eine Scheibe abschneiden von, wenn ich das gesehen hätte. Vielen Dank für den coolen Fun von euch. Kann ich dich doch nicht unterschieden. Aber ich kann mich in den Spind verwandeln und der Spind nicht von hier oben runter. Sonst ist gut, Robert hat gemacht und ich schon rum an die Spinde und durch Spuren und durch Spuren und durch Spuren und mehrere Spuren. Auf einmal so 10 Meter über den Boden, so war der Form an. So scheiße Petrus von oben runter. Trink noch ein bisschen! Trink noch ein bisschen! Und ich hab getrinkt! Und getrinkt! Und ich finde, Trinken sind nicht nur wach gehen. Jo,
Also von den vielen Tricks, das sehe ich gemacht, gell? Okay? Mann, was passiert war, du? Ich hab ein Bett geschützt! Ich sag mal, Dinge, jetzt hier, den ganzen Tag bin ich mit dem Kopf losgegangen. Ich, als einer, der ein Bett geschützt. Und jetzt rechne ich nicht nur um, sondern drehen gegangen. Wie so, so in der Wirtschaftstunnel sitzen da schon zwei Kumpels vom Mann. Und so haben wir dann ein bisschen erzählt, irgendwann haben wir auch angefangen über Bier zu philosophieren. Jawohl, philosophiert war. So, der eine, Bier und weibliche Hormone. Und ich so, hallo? Ja, sehr gut, Bier und weibliche Hormone. Und man gesagt, gut, dann wissen wir, das nun wissenschaftlich in der Suche. Also, und jeder eine von uns 10 Bier. Was doch bei uns kommt, das sagen sie später. Ich bin's, wir alle zugehobelt. Zum Zwette. Haben wir unheimlich viel geredet, ohne dabei was gescheit zu sagen. Zum Dritte hatten wir Probleme mit dem Augen zu machen. Pferde hat mit dem logischen Denken und ohne die geklappt. Zum Fünften, wir konnten einfach mit nicht zugehen, dass wir Unrecht waren. Sechstens, jeder hat gemerkt, er wäre der Mittelpunkt der Welt. Siebtens, wir hatten Kopf wie und der Lust auf 6 Minuten. Achtens, uns Emotionen haben auch nicht in den Griff geholt. Neuntens, wir haben uns ständig an die Hände gepackt. Und 10, zum gucken wir jetzt, sehen wir alle 10 Minuten auf den Klo gegangen und dann kommt zusammen. Also, was schließen wir drauf? Mehr tatsächlich weibliche Hormone. Östrogen zum Beispiel. Aber Östrogen ist ja grundgefährlich. Bin ich hier noch, ja? Und selbst wenn ich immer der Papa hier die Hoha die Schwede, hat sich mal eben Estrogene, der Schlesen schrumpft, der Buse schwillt, schon erst mal was hinten will. Jo, jo. Und noch, Gott, jetzt du krempelst mit der Hoha, da geht ja Geld ausgehen, dann ist sie nicht zu sorgen. Da bin ich auch noch ein Jahr kleiner, mit der sind wenigstens da. Ne? Das ist zu. Guck mal, hey, was ist da so? Aber Staat, der Geld nicht. Hey, uns Bundes-Engie, Entschuldigung, sag mal nicht Bundeskanzlerin, die ist hier von der CDU, das Stärke für christlich-demokratischen Untergang. Dann nur die SPD wird da nachreden. Also, wie kriegt ihr Dienstfahrzeug für Fahrten innerhalb Berlin? Gespräch. Der sollte der so eine Rikscha aus China passt und Steinmeier, der ist von der SPD, SPD ist nicht an der Pleite Deutschlands, Herr Station, der soll die Zehe. Zum Nächsten muss der eh aufholen und zum Zweiten kann ich mir sehr gerne schon mal was haben. Ja, die Krankenhaus, okay, Golden Bee. Der ist hey, zum Zahnarzt. Will Zahnarzt so? Was dreh ich mal? Dann berührt da. Und auf die Körper so bleibt die, der den ganzen Körper hier aufspringt. David, zwei Vater unser als Boost, es darf nicht die gedurcht. Die von Welle ist Bußgeldkatalog. Ja, ja. Lehe zum Beispiel, bei den Katholiken 30 Euro, bei den Evangelien 20. Und wenn man geklaut wird, dass du kleine Diebstähle, 80 Euro bei den Katholiken, 50 bei den Evangelien. Und Ehebuch,
300 Euro für die Katholie und 1500 für die Evangelie. Da ist meine Evangelie, Pastor, wir sind hier geworden. Wie ist das aber echt? Tut der ja. Bei den Katholiken kostet das nur 300 Euro. Das ist ein gewisser Qualitätsschild ist. Laut Statistik sind 50% von allen Männern so Sex nicht entschlossen. Weil die Misere noch hervorragend. Wenn du Sex hast, das ist schon viele. Weißt du, wenn man ein bisschen wie ein bisschen älter ist. Und ganz ohne die Beata, da klappt das nicht immer. Ja, jo, das ist du. Stimmt das? Wer ist noch mit Viagra? Haben wir auch die Kette nicht holen? Wo ist noch jemand da im Pullover? So, den Hals hat die Schwester wieder Lust zu Gott. Und nochmal so ein Tabletchen, der kam wohl auf ein bisschen. Wenn man sagt, die Luft geboren, kicken wir bei deinem Auktion, schubst dran fest. Da dachte ich, heilig schlechte. Der Rechner, das ist ein bisschen stark, ey. Und bei den Fuß mit der Arme geklemmt, sind wir dem Mittel, Friedhof da bevor, sind der, nicht schlimm, wir haben wohl eine halbe Stunde in der Kühltruhe, da geht das nicht wieder. Ich habe. Papagei in den Kühltruhe, und selbst ein bisschen Männer wäre ich dann, für 3 Stunden fest in der Papagei. Du scheißt das doch, kann ich dir nicht überleben. Manche entdecken unter Kühltruhe auf. So Sterne da drin, fletsch nachgeschmeckt. Das ist auch nicht mehr der hier, aber was ist denn mit dir? Der zu mir, du hast so Schwitze. Probier doch mal den gefrorenen Hähnchen, 3 Stunden lang nicht mehr kamen. Der Dornmann fiel mir vor. Sind die die Apothekerin? Ich hätte gerne eine Dose Hodenfarbe. Apothekerin, was? Hodenfarbe? Ja, Hodenfarbe. Ich war beim Arzt gewesen und der hat zu mir gesagt, mein Cholesterinspiegel ist zu hoch und ich sollte gefälligst die Eier streichen. Das war nicht Moment wohl, ich wollte doch los. Ja, Sabine, das ist das Stärkste, was du machst. Wenn du dann so hilfst, dann kommst du dich gar nicht mehr mit mir tun. Da war ein Klinisch, da war ein Professor von Schienen zu Hause gewesen. Da bin ich nicht mehr mit klar. Ah jo, das wurde zu Hause, dann hast du jetzt ein bisschen Stress. Muss ich in der Schule mal schreiben, weil das wurde zu Hause. Nicht groß vor mich. Und da wollte ich stehen, an der Bedarf mit der Lehrerin hier getroffen. Und ich zeige dir, wie steht der Lehrerin hier getroffen. Da sehe ich jetzt meine Aufsatz, das nicht. Das werden wir drin. Ich
schafft es denn mit Obstsatz über das Mur zu Haus? Denn es ist, ich werde vier Fischen der Lehrer gegeben. Ich hoffe. Eins, zwei, drei Schwestern. Die sind 17, 18 und 19 Jahre alt. Alle drei hätten sogar am 10. ihr Tag quer. Und jetzt haben wir schon den 30. Das ist die mittlerweile schon ein bisschen her. Mittlerweile sind nicht so erwachsen, sind verheiratet. Wenn man verheiratet, muss man normalerweise noch Schwiegermutter dabei. Ich krieg was für eine geliefert. Ja, aber ich soll nicht ernst, ihr Kerle. Mit der Schwiegermutter muss man sich immer gut alles. Der Kind hier muss man zu irgendwas gehen. Naja, ich kann das immer machen. Wenn Schwiegermutter die Wohnung geht, fallen dann nur Jerusalem gehen. Weil mit Paar, aber so Angst im Period, hätte ich halt los. Müssen wir so allein. Am Flugplatz, sagt die Arme zu mir, ich hätte ja ein Bild, ja, wenn ich mal aus Jerusalem wohl verliere, dann kann ich nicht von dir bohren. Jetzt habe ich unsere Bildschirme für unsere letzte FKK benutzt. Dann sah ich vor dem Buch. Und Dornisch ist doch erschreckt, wenn es durch und ist der Schwiegermutter die Oberhelle. Und wenn sie sich das Bildschirm so dicht für die Augen und sagt, na ja, wie man nicht kennt, immer schnell strassieren und der Schlips, vier G-Bänke. Jo, wenn man doch Jerusalem gelangt sei, nur noch ein Flugzeug aussteigen, über den italienischen Wind nicht die ganze Kammer bei Corona, hat sie die Wind gebrochen. Ich war dann aber echt noch mit dem Stunkel. Doch, ich vermisse es da, wenn mit der armen Schwiegermutter. Wenn ich doch in Jerusalem bin, so du, Krebatschan. Sagt er zu mir, hast du uns, wenn wir die Helm bekommen, kostet das 500 Euro. Wenn du sie mit herbild, begräbst du da, kostet das 2000 Euro, wäre Überführungskosten. Du kannst das jetzt auf die Sporie überlegen. Du sollst nicht, nee, doch geht es nicht die überlegen. Hey, oder geht 2000 Euro und einer bekommen, der ist noch drei Tage in Oberstadt. Jo, wie man unterhalten war, war nicht so bekommen los. Dann besiegt man ihn. Das ist ja die Ärmel oben noch kommen. Da kriegt man raus. Jedenfalls, da hat uns ein großes Batzengeld in der Los. Von dem Geld haben wir so einen Urlaub in Italien gegönnt. In der Adria. Am nächsten Tag hat man so Wasserski geliehen. Und sich nochmal über das Meer gebrennert. Ja, die Sucht, das war richtig schön, so lustig, mein Hoher, ein bisschen steht. Mein schöner Körper war eingeölt. Du sind nicht damit ein, der Andi war dann mehr gebrettert, die Birne im Boot und mit Farbe sitzt und hat sie im Motorrad.
auf einmal irgendeine Verbindung, eine Rufe. Help me! Help me! Soll ich mal mit Frau Rufe mal ein bisschen langsamer? Da kommen wir mal noch nie. Guck mal, was das so ist. Ich mach so ein bisschen die extra Korte. Schläft er wieder, help me! Da sag ich, ey, Kollege, du bist da her. Ausbrechen, hört mal mal den Rot! Hier wohl. Wenn ich mir das Bibel wieder anstatt Englisch. Vom nächsten Tag wollen wir meine Frau schon nicht Pause finden. Von den vielen Rohren. Ganz klar gewesen. Also muss ich allein am Strand gehen und bin ich versuchen. Strand entlang. Da habe ich dich doch mit dem Fies von der Festes. Ich habe mich so gepickt und da war doch ein Krebsflasch auf dem Boden gelegen. Ganz alle Dinge. Ich dachte auch, der ist geschienen. Cognac drin? Boah. Wer weiß. Die Flasche aufgerufen, der Stuck aufgezogen. Bis da. Ging doch ein Rauchbulk raus. Mit der Rauch sich verzogen, der hat dort ein leibhaftiger Gin gemacht. So ein Flaschengeist. Du seht den Meister, du hast mich befreit. Jetzt hast du einen Mund frei. Ja, stopp, ich, erstens, mit Frage, wird Angst jetzt Pflege. Und ich bin müssen jetzt nicht sagen, mit dem Pferd, und ich gerne nach Amerika vor. Kannst du mal nicht helfen, bricht über der Atlantik vor. Ja, seht ihr, vom Brückenbau habe ich kein nicht allzu viel Ahnung. Hast du nicht noch einen anderen Wunsch? Soll ich mir? Ich denke mal, der die Frau versteht. Seht ihr zu mir, soll ich die Brick 2 oder Pferd tun? Abends denke ich nur in die Hotelbar nach und wollte noch eine trinken. Also wollte ich in der Hotelbar noch eine trinken abends. Da sitzen da ein Ami, ein Franzus und ein Türk. Und die waren auch der Wikimicke. Der Ami sagt, ich bin drauf und für sie ein Echt. Die weiß heute schon, was im ganzen Jahr auf der Welt passiert. Das ist okay. So gibt der Franzus, ich bin stolz auf unsere Frau. Keine Frau ist besser als der Mur als unsere Frau. So kriegt der Türk. Ich bin stolz, unsere handgeknüpfte Teppiche. Unsere Teppiche werden in der ganzen Welt verkauft. Sonne ich und ich bin stolz auf dich. Ganz allein auf mich. Ich war nämlich die letzte Woche ein Französin auf dem türkischen Teppich verlascht und er wäre ASIA außer mir stolz. Zwei Tage später haben wir eine Tagesruhe nach Mailand gemacht. Mailand, Stadt der Mode, Mallorca. Mensch, Mann, ich wollte nicht doch euer Saatschutzwerk haben. Da dachte ich, Mensch, nee, das Beste muss ich mir direkt erst haben. Die Rente- und Strandgeschäfte noch immer noch nicht. Da sind nicht doch in das Restaurant mit dem goldenen Endgang. Und dann doch ein Fischling. Manchmal auch ein Marmeladefisch, ein Kaffeekohl, das ist nicht doch nicht. Kind dort am Event mit dem Kaugummi in der Maul, setzt sich einfach neben mich, ohne mich zu fragen, das kann ich eh schon nicht ausruhen. Und jetzt mir, du aus Germany? Ja, ja. Ich gern Brötchen? Hier in Amerika essen nur bestes Weißbrot und die Krümel und die Krusten. Sammeln wir in einen großen Container, stampfen die ein,
mache da Brötchen draus, verkaufe die nach Germany. Und dann dort ein Schwester und dann sehen Sie wieder Marmelade, hier in Amerika essen nur frisches Obst. Und die Schalen und die Kerne sammeln wir in einen großen Container, machen da Marmelade, stampfen die ein, machen da Marmelade raus und verkaufen die nach Germany. Manchmal kommt, oh Mann, ich drehe nicht. Da ist der von hier geworden. Ach, geht da, wenn der gebrauchte Kondome. Ich sagte, die werfen wir natürlich weg. Habe ich gesagt, wir nicht. Wir sammeln die in Huse Container, stampfen die ein. Machen doch Kaugummi drum. Ganz viel Geld, die war ich. Und da haben wir es doch für die ganze Familie, also für mich, für meinen Paar, für uns kleine Töchterchen, für meine kleinen Jungen, für Fahrräder, ja. Und sonntags haben wir so alle zusammen Radtisch und Erde gemacht. So, ja, über Fährung, meine kleine Don Bin, soll ich durch Großbrist noch meine Fährwoche lang gerne um die Schmied. Viele Minuten später überfahren echt viel zu. So klar viel Thank you.
Thank you.
Thank you.
Zeitgrenzen bekannt. Das war unser Einfach-Doppeldecker. Und wir wussten uns
Prinzessin Michaela die Freude, die mit den Galicia feiert und sich mit dem Oberarzt spazieren. Ja, bei der Eröffnungsrede in Zell, da war ich total aus dem Takt gekommen. Aber ihr habt das viel, mit viel Humor und auch mit viel Applaus aufgenommen. Ich sah auch völlig ungeniert, wäre das nicht passiert. So, aber jetzt nicht mit Weibe. Oh ja, Prinzessin hat mir auch versprochen, sie wird also hier im Haus nicht. Das hat sie zwar nicht so richtig gemacht, aber... Entschuldigung, das war mein Wort. Ich wollte jetzt noch eine kleine Geschichte erzählen. Wenn ihr die hören wollt, also da kommt ein Arzt drin vor, da kommt die Muse drin vor, da kommt ein Prinz drin vor. Und ihr habt ja gehört, ich bin ein Angler, da kommt ein Angler drin vor. Wollt ihr so hören? Also da kommt ein Mann in die Kneipe und hat einen Schwarzkratz und einen Arm. Ich gebe euch ein Wirt. Sagt ein Bier, ein Fünftel für die Katz. Ja, er trinkt sein Bier, hat Katz, das ist die Fünftelgardelle. Noch Platz, Bier, Fünftelgardelle für die Katz. Er geht dann 10 Bier so. Da sagt er einmal, er wird, ach so, hat er schon nicht gesehen. Ein Katz, die 50. Gardelle kann, das geht doch gar nicht. Da sagt er, das ist kein ganz normal Katz. Vor 3 Wochen, da war ich in der Muselangel. Da habe ich dann, bei uns in der Muse wird oft Genies, gell? Auch ein Flasch rausgeholt, aufgemacht, ein Genie raus. Er hat gesagt, du hast 3 Wünsche frei. Was ist denn gewünscht, sagt der Wirt. Ja, da habe ich mir gewünscht, dass ich immer Geld habe. Also, ich bin ein reicher Mann. Ja, und der zweite Wunsch, da habe ich mir gewünscht, dass ich Prinz von Zell bin. Und der Kopf war ich Prinz von Zell. Und der dritte Wunsch, da habe ich mir einen unersetzlich Muschi gewünscht, weil ich die Katze. Ist euer Motto hier. Darauf trinken wir gleich noch ein Bier. Wir freuen uns auf eine tolle Sitzung, auf eine tolle Show. Ella! Und zwar hier im Itcherinnerer Karneval gibt es viele Leute, die hier im Hintergrund arbeiten. Ob es jetzt Deko-Team ist, die uns wieder wunderschön in der Halle hier dekoriert haben. Ich finde, das war ein sehr großen Applaus wert. Auch wegen die Jungs von der Technik, der Kurbels, die sorgen hier für Licht und Ton und das Ganze drumherum, wenn es hoch angeht. Immer wieder dabei, spitze Musik, manchmal der ein oder andere Tusch versaut, aber wir waren kein Geschütz. Dann darf ich mich weiterhin bedanken bei allen, die im Hintergrund hier Dienst machen, ob es an der Kellnertheke ist, nachher in der Sexbar, beim, also ich vom Rentefrühstück, beim Kinderkarneval, egal, überall, wo Dienste gemacht werden. Vielen Dank dafür, ohne so viel helfende Hände wäre solch eine Veranstaltung hier nicht möglich. Wir brauchen weitere Unterstützung, seid dabei, helft uns, immer hier das kleine Wort. Und solche Momente...
in denen man Danke sagt, dafür gibt es einen speziellen Orden. Der wird in der Rheinzeitung immer wieder erwähnt, das ist der Rheinzeitungsorden. Wer könnte den natürlich besser überreichen als jemand, der persönlich bei der Rheinzeitung arbeitet? Und in diesem Jahr ist er vorgesehen für einen Mann bei uns aus dem Vorstand, der ganz, ganz viel Arbeit im Hintergrund hat. Weil der schneidet sich rum mit dem Finanzamtstag. Der Marc Straub, den darf ich jetzt mal bitte hier vorne auf die Bühne bitten. Bei Marc laufen im Karneval hier alle finanziellen Fäden zusammen. Zeit die Betreuung von den Gruppen. Wir unterstützen ja jede Gruppe bei uns hier im Karneval mit dem finanziellen Obolus. Die Passen, die hier laufen, alles läuft über den Marc. Der Marc sorgt ja immer dafür, dass Kleingeld vorhanden ist und so weiter. Der Marc ist auch derjenige, der uns hier mit Bier versorgt, beziehungsweise er sorgt dafür, dass er sein Getränkelieferant mit Bier versorgt. Und ohne solche Leute im HRLer Karneval geht er einfach mit. Und dafür, Marc, dir dieser Rheinzeitungsorden hier. Vielen Dank! Wie gesagt, ohne solche Leute, die hier im Hintergrund wirklich die Arbeit machen, die den Verein tragen, gehen solche Veranstaltungen nicht. Und ich finde, das ist nochmal ein riesengroßer Applaus wert. Danke an alle Helfer hier an die Zeit der Kamera. Und deshalb gucken ich den Mist noch nicht.
Und deswegen bin ich im Fernseher schlafen immer hoch. Was? Du schlafst immer? Jawohl. Das gibt's da nicht in die Tüten. Nichts da. Bei Brisant, da haben sie nicht berichtet, dadurch stirbt das Liebesleben. Und die Kommunikation. Nichts da. In meinem Schlafzimmer kommt der keine Fernseher. Ich. Ich spreche den Vorgesang. Ich gucke mir das vor. Was hast du gerade gesagt? Das Liebesleben stirbt davon. Ja. Ja, da wisst man, da bin ich schon wieder zum Leder erwecken. Ja, was denn du gestorbt jetzt zweimal? Wie tut er ja? Mein Liebesleben ist vollkommen in Ordnung. Im Übrigen hat mir der Kajo erzählt, dass du Spotteln am 19. Uhr Sendungen zeigen willst, die dein Liebesleben so groß wie auf die Sprünge halber kommt. Und Sport soll ja auch gesund sein. Und der sportbegeisterte werdende Frank Gott hat bestätigt. Und der muss ja wissen, der ist noch voll im Training. Und übrigens, die Kommunikation im Ehebett, die geht total überschätzt. Na, die schläft man jetzt auch. Außer doch, da schwätzt sie und noch einen Schluck. Da kann man als Frau nicht dafür. Ich habe neulich auf Art in der Dokumentation gesehen, dass ein Frau 30.000 Wörter pro Tag benutzt hat. Und ein Mann nur 15.000 Wörter pro Tag. Das beweist es doch. Was? Dass die Frau viel zu viel schwätzt. Nichts da! Das beweist nur, dass die Frau alle zweimal saugen muss. Das ist der Da kann ich mir auch gucken, das was ich gucken will.
da gibt es Kerl-Zeck-Bee und auch der Kölnke Grill. Mit dem Kuchen. Da wäre ich Kuchen. Gibt's mir eine Grundprofile, Fernsehen mit dem Stoff der Maschette. Sorgt mir doch Profil um meine Wunsch, der dann Erfüllung geht. Der Mensch braucht Unterhaltung. Andreas, komm, schlag mir mal. Letzte Chance. Ich hätte gern ein Skifernsehen, direkt am Doppelbett. Das hätte mir echt Spaß machen, das wäre besonders nett. Da wäre ich gut. Da kann ich hier auch gucken, das was ich gut will. Da gibt es kein Gezeckmee und auch kein Köngefill. Da wäre ich gut. Da wär ich gut. Gib mir eine Kompo für das Fernsehen mit dem Schoß der Maschett. Sorg mir nur, wofür nur meine Wunsch in Erfüllung geht. Der Mensch braucht Unterhaltung, das ist doch jedem klar. Und wenn im Bett nicht das war, so wie es fair war. Du war ich gut. Mario, du war ich gut. Gib mir eine Kompo für den Fernsehen mit dem Schlumpf der Maschett. Sag mir noch, wofür noch meine Wunsch in der Erfüllung geht. Gib mir eine Kompo für das Fernsehen mit dem Schloss der Maschett. Dann wär's für sie ein Schuppen, dass der Wunsch wohl in der Erfüllung geht. Auch mal ein Fußballspiel, von lauter Model Google, krieg ich noch was zu viel. Das möchte ich tun. Mit Fuß. Das möchte ich tun. Diese kaufen Monen ist nicht meine Fall, das ist doch klar. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, mich nicht krank und das ist vor. Unter uns und alles ist nicht meine Fall, alles dort vor. Die Shopping-Queen mit dir und die mich krank und das ist vor. Ich hätte gern ein Skifernsehen, direkt am Doppelbett. Da wär auch endlich wieder was los in unserem Bett. Da wär ich gut. So gut. Da wär ich gut. Anwälte! No!
Mein Jugend! Die Irre! Schon wieder eine Frau, die von ihrem Mann schlecht behandelt wird. Irre! Und der Mann, dem er auch schon beantritt war. Junge! Da ist der Held verletzt. Maria, du! Ruf du mit deinem Mann Ziffer und auf den Herrn die Feste! Du bist doch nicht ganz geschehen. Da kann man doch nicht wirklich glauben. Wie? Ei, das war es doch nicht echt. Das sind doch alles nur schlecht bezahlte Schauspieler. Und das denkt man doch auch. Wie? Das sind Schauspieler? Ja, sicher. Das klappt dich ja wohl selber nicht. Das ist genau so. So denkt die Leid. Bist du noch bescheid? Und wie der Zug hat wirklich gelebt. Und James Bond ist ein britischer Agent, der mir Leben vergeben sollte. Ey, wenn ich immer nur auf dem Gerät sehe. Ey, ich will den Kornel nicht gucken und ich will den eigenen Fernseher schlafen, aber auch fertig. Nix da! Da gibt mir nichts im Kopf. Du Herr, ey, da haben wir nicht auf Punkt 5. Da haben wir gesagt, dass so viel Fernsehen gucken schrecklich ist. Und wenn wir trainieren, dann noch einen Fernseher am Bett haben, da gucken wir ja noch nie. Da kommt mir nichts in den Kopf. Ey, ich spreche überhaupt kein Fernsehen. Ey, ich gucke ja mal vor. Was heißt da noch? Wir gucken im Schlafzimmer. Ich gucke im Schlafzimmer und sag das, was ich will. Brisant, explosiv, Berlin Tag und Nacht, Sturm der Liebe, Stahlisch und Holl, der ganze Scheiße, der kann ich nicht mehr sehen und nicht mehr hören. Ich will TFI Miami, Navy, CI6, Eurosport und Bundesliga, das sind Dinge, die Menschen interessieren. Der Ansicht anderer Quatsch will ich nicht sehen und nicht hier. Und ich... Oh. Aber, nur was? Und in der ganzen Intelligenz wieder die Kinder selber zugehört. Wie? Du willst mir doch weinen mit doch, dass Fußballkugel intelligenter nicht. Denn blöde Ball hinterher zu gucken. Ey, das hat doch keine Schlauer gemacht. Da kannst du auch den Meer mit der Fangfrau oder der Hilarius kennen. Ihr Männer, ihr Kind hier nur laut so gucken und da ist da noch immer alles besser, als ob ihr die beste Trainer wärt. Nicht da. Mir, Kind, gerne Fernseher im Schlafzimmer. Du schleißt das Heiß nicht. Was schleißt nicht zu hey? Ich kenne keine Fernseher im Schlafzimmer, weil die Fußballspieler kein ordentliches Internet geben, Kinder. Du bist doch nicht ganz gescheit. Ey, ich bin ganz gescheit. Jetzt hier doch nur mal. Der Hölle, hast du doch schon wieder in Amerika 17 Leider schon. Das, was du noch gucken willst, das kommt doch alles von Amerika. Navy, CSX, eine ganze Scheißrettler. Sex und Gewalt, das kommt doch alles von der Hölle. Nix da. Du läufst mir einig. Da geht doch alles das, was gut fällt, du schlecht mächt. Na, ich will keinen Fernseher im Bett haben. Auf einmal bin ich 9 noch wach und da hast du mich erschossen. Aber hey, ich spreche gute Zukunft kennengelernt. Ich gucke dir mal nur an. Ja, das ist darum nicht, ob ihr es mit dem dummen Geschäft kriegt,
Erfinden ist die Schwäche auf der Schule. Ich mag zwar gar nicht tun, aber ich bin nicht auf eine Stadt kaputt. Thank you.
war gerade atemlos. Jawohl, ihr Liebeslämme und ihr Mädchen. Und ich war schon mein Korbes am Pferd und an einer Besäuscht. Und wenn ihr das nicht packt, dann verklagt mich doch. Oh, der ist ganz gut an. Bluetooth-Strom. Meile? Ah, das ist nichts. Genau.
mehrfach jetzt genug über die Klöpfe geredet. Okay, singe mal ich noch was nachdenken. Egal wo man guckt. Egal was es. Und Fadna, mach mir Fäschchen. Thank you.
Für diese gewohnte Solo-Tanz danken wir den Lieben mit einem Treiber von dem Kitscher. So, Lina, hast du noch Ticken oder? So, ordentlich, hast du ja schon. Dann darf ich dann direkt um den Ausmarsch bitten. Von meiner linken Seite ist gerade eine Rakete gefordert worden, die geben wir den Lieder mit dem Ausmarsch mit. Kommando 1. Kommando 2. Kommando 3. Nochmal der eine. Thank you.
Christian Kopp,
Schägel und Elisabeth Lehm und Stefan Schägel. Und ich denke auch, ein besonderer Applaus geht an die zwei Damen, die die Kostüme genäht haben, die so schön auf den Körper getackert worden sind. Claudia Pein und Gisela von Hilswig. Dankeschön. Nehmt euch die Küste vom Elberrat.
Mikro nicht an. Mikro ist nicht an. Wer ist noch? Wer fängt da, du Schnell? Du warst zu laut genug. Hat das schon gesehen? Ja, ich bin die Wunderbu. Und ich bin ja auch so schön. Hat sich also doch bezahlt gemacht, dass ich jahrelang meine Puppe in der Elbera gestrickt habe. Wo sehen Sie da alle, junge Kerlschaft? Angst? Na, ich glaube, die stehen vier und diskutieren, ob er da recht mit mir in der Rechtschiebung gibt. Harald! Ob ihr bist auch nicht mit deiner Lothause? Du guckst so ängstlich. Beide? Guck mal, so wie leid du hast. Bella, liebchen. Hat er auch schon meine Prinz gesehen? Der hat mich mal auch noch an der Muppet-Show geholt. Warum wohl zu schieben? Okay, und ich war der nächste Präsident geangelt, möchte ich nicht. Eigentlich stehe ich schon viel lieber allein auf der Bühne. Aber es ist ein Komiker, hey. Ihr habt gesagt, nur mit Prinz. Okay, ich geh dann halt mit Geschlecht. Der Schiede sind ja echt zuständig. Und ist halt so. Die ist doch gar nicht viel schwer geordnet. Ich habe eben nämlich noch kurz mein Tena Lady gewechselt. Ich wollte ja frisch denken, der Auftritt. Ja. Hat ich schon gesagt, ich war als junge Mädchen schon schief. Und ich hab einen prima Verehrer. Ja, ich wusste es nicht besser. Wie ich mein Estrombeut mit dem hatte. Und ich dem ganz tief in die Augen gefühlt. Und wisst ihr, was ich gesehen habe? Kein Leidenschaft, kein Liebe, nur die Rückwand von dem selben Kopf. Noch prima.
Ich bin der Anna. Noch was zu dem Bremer Jung. Der ist der Kumpel, und er auf dem Mäuerchen gerutscht hat und der Musse. Und es kommen Klärlüftchen vom Kolmen zu runter. Wisst ihr, was wir da haben? Ein Wünschkanal. Ich freue mich gerne. Doch. Hallo, doch. Du hast Schluss gemacht. Ich dachte, du Snellchen. Ich stutze mich immer, wenn ich mal selber denke. Du Snellchen. Du bist zwar nicht perfekt. Aber du bist schon ganz dicht dran. Manche sagen, ich hätte Macke. Ich nenne das Special Effect. Meine Lehrer hat immer gesagt, du Snellchen. Mit dem hat er auch nicht wert, nehmen zwei andere Sitze. Stell mich mir da Bier und so ein Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Da sagt der Spiel, hinter jedem Berg und hinter jeder Hecke ist einer schöner wie du, du fette Schnecke. Vielleicht heißt die jetzt direkt vor, aber auch die Kehr. Geh mal auf. Ey, schon noch überhaupt noch eine Kotfigur. Ich kann mit Stolz sagen, ich bin schon seit Jahren immer dasselbe. Immer Error. Jahrelang Error. Und es ist noch keine Rohstoffe dort vorkommen. Ehrlich nicht. Ich finde, man muss ja wie ein Frau aussehen und nicht wie ein tapezierter Knochen. Kennt ihr da auch meine Kollegin Vikate? Das ist die Frau von dem Prinz aus dem Engeland. Das ist so der Gerät. Das ist so der Gerät. Dem will ich morgen gefallen. Die ist so der, schon in der Gala gelässt, die hat ja Rolex als Viertel um. Und die ist so der. Die kann sich in einem Bettenstiel verstehen. Als ey jung Mädchen war, da konnte ich der ganze Stil verschwinden lassen. Das wäre der Moment für das Ding gewesen. Wollte den Kuvert. Knochen, Rau muss wie ein Rau aussehen. Und auch ich von den Macke. Ich bin auch schon ein bisschen älter, gell? Ja, als ich noch 17 war, da habe ich die Haut, von einem 40. Weiter habe ich die Haut von einem 17 Jahre alten 40. Deswegen habe ich mir Orangencreme gehabt. Passt bestimmt zu meiner Band. Die riecht so gut. Ihr müsst mal sehen, wie die Männer auf ihre gierig gucken. Alle Männer in der Karriere sind immer, boah, wir noch her mal lecker gucken. Hey, mit meinem Aal war ich im Schlafzimmer und ich völlig deprimiert vor meinem Spiel gestanden. So hatte ich meine Ohren ist zu dick, meine Busen und Schwerkraft schon fahren überall. Sag mal etwas Positives zu mir. Da werden Du Snellchen.
Du hast gute Augen. Wisst ihr, wie der mich immer nennt? Meine süße kleine Buffetfräse. Ey, schau dir hier, Liebe sieht man nur mit dem Herzen gut. Wenn das so ist, da kriegt ey schon nächste Level Kardiologe als Mann. Und der liebe Gott hat auch versprochen, dass an jeder Ecke ein manierlicher Mann steht. Und die Erde hat einen Rund gemacht. Typisch Mann. Wisst ihr eigentlich, was eine Welt ohne Männer wäre? Eine Welt voller fetter, glücklicher Frauen. Bei der Harald ist dann absolut ganz viel erotische Nutzfläche. Harald, wenn du mich zu rattig aufrufst. Hier mal, wenn du nachher noch ein bisschen Zeit hast, dann kannst du mir nachher mein Hornhaut vertrasten. Der Mann hat nämlich
Sex als biologisch Verhütungsmittel. Wir haben mal Tests, oder? Von Verhütung. Hurra. Sehen wir schon im blauen Alter. Kennen wir das blaue Alter? Das ist, wenn die Verhütung nicht so wichtig ist, und man helfen muss mit einer blauen Tablette. Mit einer Viagra. Für die Kinder im Saal, Viagra, das ist so wie Phantasialand. Man muss 2 Stunden Arsch, die für 30 Sekunden spannen. Wir haben uns schon gesprochen. Miss Ney, so. Sind Sie auch ein bisschen Ruß drin? So gut war unser Elberrat noch nie. Und der dritte, der steht noch los. Schon ein bisschen Angst, wenn die Ruhe mir auf der Ohr spucke, da ist noch Herr Brandflecke hoch. Nochmal auf die Triagra zurückgekommen. Ich war da letztens bei der Apotheke usch gewesen. Von Mars hier mir, der hat sich so ein Viagra bestellt. Da gucken dann nur. Also. Wenn die nicht ein bisschen in der Apotheke immer. So. Der Mann, die Tabletten ist. Und da haben sich noch ein Mörder bestellt. Mörder, doch. Und die Apotheke spuscht dem alles Geld. Der macht direkt on und stellt die Viagra in das Ding kaputt gestammt und hat sich der Scheiße in die Nase gezogen. Die Apotheke spuscht, die war total überfordert. Mein Gott, was der Herr! Das ist ja die total falsche Anwendung. Oh, der Bahn, usch macht da keine Gedanken, weil hier spielt sich doch 6 eh nur im Kopf aus. Ich war auch bei dem Dr. Ruhl in Eller. Da hat er in dem Mannezimmer in der Rinde gerutscht und er von Tanjas Club. Was glaubt ihr da, wenn da nicht rauskommt? Hätt ihr mal in Mathe aufgepasst, wisst ihr das? Dann ihr nicht die Inderin Punkt vor Strichrechnung. Und ein Aal-Oberhotler gerutscht. Wie der draufkommt, der Herr Doktor, ich hatte beide 2 Tage 6 mit einer 23-Jährigen. Ich bin fix und fertig. Was soll ich machen? Da sei der Dr. Ruhl, gib mir das Stefno Itscher, kauf da 20 Zitrone, da presste die aus und der Scheiße selbst. Der Opa, und das soll helfen? Na, der Dr. Ruhl, aber der Käse hat ekelhaft gekritzelt, wenigstens aus dem Gesicht. Oh, wie leid, Gerrit. Weil die Gerrit leider auch in Itscher.
letztes Jahr auf einer Sommerveranstaltung, da ist doch während der Veranstaltung ein bisschen Müll für einen Homeslayer geblieben. Und ich glaube, ich muss Moos auch ganz trinken. Der Besitzer von dem Haus war ganz aufgeregt. Zum Glück, wo schräg geht immer. Da wurde zufällig der baldende Jürgen und der franze Anni geballte Polizei. Da hat der Mann gefragt, hier sind mal die Polizisten. Was mach ich da bei Lehen mit dem Müll? Der Anni und der, wie heißt die? Danke. Jürgen, und ich direkt Bordschloch. Bordschloch. Der Mann hat in der Zeit gebohrt, hat auch einen Schiffsdoppel. Ich vermute, der wollte den Müll selber fortmachen. Und er hat noch einen Termin mit in der Schiebende. Wie der Harald und der Jürgen zurückkommen, ja. Die Polizisten zurückkommen, hat das so hin. Harald, du bist bestanden, der Müll. Hat er mal angebracht, wie verhält sich da der Welle mit dem Müll? Also die zwei, das ist laut Gesetz Buchsuch. Wenn sich nur 6 Wochen neben es will, dann doch, doch der Müll behalten. Meine Sohn, das ist auch ein ganz schiener Lump. Immer wenn der mit einer anderen Rotpen auf dem Spotty ist, da hat er auf einmal Lust auf Erbe. Da gern sich immer bei der gele willenden Argan gern sich die Erbe klaue. Weil der hat die dickste. Da kommt dem Willi irgendwann zu doof. Haben wir ein Schild aufgestellt. Eine Erdbeere ist vergiftet. Und der Sohn ist ja nicht doof, der kommt nach mir. Am nächsten Morgen, der Willi ganz stolz auf sein Pferd gerannt, hat innen drinnen auf dem Schild gestanden, Wähle, Wähle, zwei. Hey, der kleine Bruder von unserem Prinz, das ist ja auch ein Granat. Der baut immer die Ü-Altmärscher, hey, mit der Elvira zusammen. Aber die Elvira, die kriegt das nicht so ganz auf die Reihe. Hat sie versucht, hat gemacht, hat gedohnt, das ist ein Luca. Das heißt, er ist für Idioten. Oh, wer steht denn, der Luca, da wurde man einfach auf der Opa. Ich lebe, Könnerscha. Hätt ihr da auf die Asthma-Krank-Sängerin? Der Lene Fischer, dieser mit dem Florian Silbereisen zusammen. Wie ist das mit denn, wenn die mal Kindscher kriegen? Wenn er da Silberfisch? Komisch da mit dem Ordner, oder? Beim Yoga nicht gelehrt, der Ordner ist in mir drin. Und bei der Zwiebel, der ordnet aus mir raus. Das ist scheiße. Aber scheiße ist eigentlich nur, wenn der Furz etwas fischt. Applaus
Kopf durchfallen. Furt! Ich war ganz mutig gewesen. Ich war mit meinem Mann und mit meinem Sohn im Zoo. Wie die Bremmer, der hat trotzdem Ruf. Da sehen wir direkt bei die ganz braucht er noch ein bisschen. Sehen wir direkt bei die Löwe gegangen. Das sehen wir Donnerfischer. Ich war immer noch gestanden und da war ein ganz freundlicher Löwe. Der hat lauter Suche gemacht. Und ich Dreck gemacht. Das ging 10 Minuten. Aber wenn meine Mann zu schmelzen, was misst du noch? Mein Schatz, guck doch mal, der freundliche Löwe, der flirtet mit mir. Und meine Mann, wie kannst du wieder sehen, der steht doch mit dem Rücken zu dir. Noch mit für den Rest von dem Ort. Es ist selten am Ende und dreht sich zu Itcha, Amor und Ella. Die Show ist fast vorbei. Doch wollen wir
Yeah.